Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass der ja als ach so redlich bekannte Herr Graf uns hier anzählt für die Versäumnisse von Rot-Rot in der Wohnungspolitik, verbuchen wir mal unter Ulk und Wahlkampf. Aber dass der Kollege Saleh ins gleiche Horn gestoßen hat und vergessen hat, ganz offensichtlich vergessen hat, wer unter Rot-Rot für Wohnungs- und Baupolitik zuständig war, meines Wissens die SPD, das ist schon ein starkes Stück. Und tun Sie verdammt noch mal nicht so, als hätten wir, die Sozialdemokratie in Berlin, daran gehindert, eine vernünftige Mieten- und Wohnungspolitik zu machen. Ja, meine Damen und Herren, Wohnen und Mieten sind zweifellos die Themen, die die Menschen in unserer Stadt zurzeit am meisten beschäftigen. Schlange stehen für eine bezahlbare Wohnung, Mieterhöhungen, die das Einkommen bis an die Schmerzgrenze belasten und die Angst, aus dem angestammten Kiez wegziehen zu müssen. So sieht der Wohnungsalltag für immer mehr Berlinerinnen und Berliner aus. Gut, dass wir heute darüber reden. Mir ist allerdings rätselhaft, warum ausgerechnet die Koalition darüber reden will. Konkretes haben Sie ja wenig zu bieten. Ihre Pressekonferenz, Herr Saleh und Herr Graf, und Ihr Antrag, Frau Kappek hat es Ihnen schon mal tatsächlich dargelegt, ist nicht viel mehr als eine Luftnummer. Man müsste, man sollte, man könnte. Das ist das Motto von SPD und CDU. Und jeder in der Koalition meint was anderes, was man sollte, was man könnte oder was man müsste. Mal wurde was im Herbst in Aussicht gestellt, mal im Frühling. Gehandelt hat diese Koalition bisher nicht. Und nach dem, was Sie hier heute erzählt haben, Herr Graf und Herr Saleh, wird sich daran auch wohl nicht allzu viel ändern. Sie versprechen und behaupten, aber Sie müssen auch endlich mal was tun. Dazu müssten sich SPD und CDU allerdings auch mal in der Sache einig sein. Es wäre auch ganz hilfreich, wenn sich Senat und Koalition mal einig wären. Oder dass wenigstens mal man im Senat sich einig wäre. Es reicht nicht, wenn der Stadtentwicklungssenator sich redlich müht. Mühe allein genügt nicht, Herr Müller, wie es so schön in der Werbung heißt. Im Bermuda-Dreieck Wovereit, Nussbaum, CDU verschwinden ja auch die durchaus vernünftigen Initiativen von Ihnen. Ein Tag ist in den Zeitungen zu lesen, dass Mieter besser geschützt werden sollen, wenn die Wohnung zur Eigentumswohnung wird. Auch sollen Wohnungen nicht mehr so einfach in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen oder in Ferienwohnungen. Schöne Sache. Aber schon am nächsten Tag bremst die CDU bei der Umwandlungsverordnung. Der Finanzsenator blockiert eine neue Liegenschaftspolitik. Und das Konzept der Koalition zur Wohnraumförderung geht vor allem zu Lasten der städtischen Unternehmen und ihrer Mieter. Mit 775 Millionen Euro, die Sie in Ihren Antrag geschrieben haben, könnte man eine Menge sinnvoller Dinge in der Wohnungspolitik anstellen. Aber die sollen ja, es wurde schon bemerkt, haushaltsneutral aufgebracht werden. Was ist denn das schon wieder für ein Mummenschanz, den Sie hier veranstalten? Sie wollen die Wohnungsgesellschaften in eine gewaltige Neuverschuldung zwingen. Was soll das denn werden? Zurück in die 80er? Wie sollen die städtischen Wohnungsunternehmen 600 Millionen Euro Neuverschuldung verkraften? Die Folge von diesem Wahnsinn ist doch, das baden die Mieterinnen und Mieter aus. Herr Graf hat es ja quasi zugegeben jetzt. Wollen Sie das auch, Herr Müller? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Meine Damen und Herren, bezahlbare Mieten, die Wohnungsfrage überhaupt, gehören zu den wichtigsten Fragen für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Der regierende Bürgermeister sagt ganz gern zu dem Thema, dass es in einer prosperierenden Stadt normal ist, mehr für Wohnungen zu bezahlen. Nein, lieber Klaus Wowereit, normal sollte es sein, dass jeder eine bezahlbare Wohnung hat oder bekommen kann. Mehr als 30% seines Einkommens für Wohnen ausgeben zu müssen, das sollte für Normal- und Geringverdiener nicht normal sein. In Sorge zu leben vor Mieterhöhungen und Verdrängung, das sollte nicht normal sein. Diese Haltung erwarte ich von einem regierenden Bürgermeister, insbesondere dann, wenn er ein Sozialdemokrat sein möchte. Und deshalb muss endlich mehr passieren als ein ewiges Man sollte, man könnte, man müsste. Und es ist eben nicht damit getan, mal einen Grundstein für 400 neue Wohnungen zu legen, von denen 40 für sozial Benachteiligte gedacht sind. Oder zu sagen, 6 bis 8 Euro Miete sind bezahlbar. Das sind sie eben nicht für so viele in der Stadt. Und das, Klaus Wowereit, sollte ein sozialdemokratischer regierender Bürgermeister wissen. Die Schere zwischen Einkommen und Mieten ist in den letzten Jahren in Berlin deutlich auseinandergegangen.
Wir sind leider immer noch Hartz-IV-Hauptstadt. Viele Menschen arbeiten zu Niedriglöhnen. Und Berlin hat einen angespannten Wohnungsmarkt. Und zwar nicht nur in Prenzlauer Berg oder Kreuzberg, sondern wirklich überall in der Stadt. Leerstand, wie er noch vor einigen Jahren üblich war, ist nicht mehr da. Da ist an gesetzlichen Regelungen einiges nötig und es ist auch möglich. Was aber machen SPD und CDU in der Stadt? Sie täuschen weiter Handeln vor. Sie produzieren nur Überschriften, aber in der Sache leisten sie nichts. Was muss getan werden? Erstens, bestehende Mieten dürfen nicht weiter steigen, wenn nicht wenigstens die Qualität der Wohnung verbessert wird und auch dann nicht unbegrenzt. Zweitens, es muss durch eine aktive und intelligente Förderung dafür gesorgt werden, dass Wohnungsneubau auch bezahlbar ist und Berlin am Ende was davon hat. Drittens, statt fragwürdige Mietenbündnisse mit den Wohnungsgesellschaften zu bilden, sind sie so aufzustellen, dass sie wieder Wohnungen dazukaufen können und auch Neubau zu bezahlbaren Mieten realisieren können. Die städtischen Unternehmen, aber auch die anderen sozialen verantwortlichen Träger wie Genossenschaften müssen einen wachsenden, nicht profitorientierten Wohnungssektor bilden. Und das betrifft auch die Liegenschaftspolitik. Auch hier reden Sie inzwischen seit Jahren, getan hat sich nichts. Heute erzählen Sie uns wieder was vom Pferd. Von Neuausrichtung keine Spur. Sie wollen Grundstücke mit Verkaufsperspektive weiterhin zum Höchstpreis veräußern. Für Grundstücke mit Entwicklungsperspektive wollen Sie Konzeptverfahren ermöglichen. Das heißt auch im Klartext, die neue Liegenschaftspolitik ist die alte, es ändert sich nichts. Die Kompetenz des Liegenschaftsfonds nicht zu verschleudern, sondern seine Aufgaben neu zu definieren, das ist Ihre politische Aufgabe, an der sind Sie bisher gescheitert. Wir haben unsere Vorstellung zur Wohnungspolitik mehrfach dargestellt. Im November des letzten Jahres haben wir einen umfassenden Antrag zur Wohnraumförderung gestellt, der schmort immer noch im Bauausschuss. Mit unserem aktuellen Antrag haben wir unser Konzept konkretisiert. Geförderter Wohnungsneubau und eine andere Vergabe öffentlicher Liegenschaften gehören dazu, aber die sind ja kein Allheilmittel. Berlin braucht ein wohnungspolitisches Gesamtkonzept. Es gibt in Berlin fast 1 Million Haushalte mit geringem Einkommen. Deshalb muss sich Wohnungspolitik in Berlin vor allem auch daran messen lassen, ob für Menschen mit wenig Geld genügend bezahlbare Wohnungen da sind. Was ist mit der Anhebung der Richtwerte für die Kosten der Unterkunft? Oder wollen Sie weiter tatenlos zusehen, wie die Jobcenter Aufforderungen zum Wohnungswechsel verschicken und das, obwohl adäquater Ersatzwohnraum nirgends zu finden ist? Was ist mit den Wohnungen für besondere Bedarfsgruppen, für Flüchtlinge oder innerhalb des geschützten Marktsegments? Wie wollen Sie zusätzlichen Wohnraum für Studierende bereitstellen? Und auf all diese Fragen geben Sie keine, auch heute wieder, keine oder nur unzureichende Antworten. Und jetzt legen Sie ein Konzept der Wohnraumförderung vor, für das Sie keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitstellen wollen. Da drängt sich die Frage auf, wer soll das bezahlen? Die Mieterinnen und Mieter vom Kotti und in den anderen Siedlungen des alten sozialen Wohnungsbaus? Die Mieterinnen und Mieter der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die regelmäßige Mieterhöhungen verkraften müssen, damit ihr Vermieter die Neuverschuldung finanzieren kann? Ihr Konzept ist einfach unseriös, es schafft keinen bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen stattdessen ein neues Fördersystem, das den schrittweisen Aufbau einer sozialen Wohnungswirtschaft ermöglicht. Die städtischen Unternehmen sollen eine Eigenkapitalstärkung in Höhe von 100 Millionen Euro jährlich erhalten und dafür klare wohnungspolitische Vorgaben erfüllen. Mit diesen Mitteln sollen sie Bestände sanieren, zusätzliche Wohnungen ankaufen und auch neu bauen. Ein zusätzlicher Wohnungsbaufonds in Höhe von zunächst 30 Millionen Euro jährlich soll einen sozialverträglichen Wohnungsneubau fördern. Er soll allen Trägern, die strenge soziale und ökologische Vorgaben erfüllen können und wollen, offenstehen. Dabei haben wir insbesondere Genossenschaften im Blick. Auf jeden Fall muss die Wohnraumförderung im nächsten Doppelhaushalt verankert werden. Wer nicht zusätzliches Geld in die Hand nimmt, wird keinen Beitrag für mehr bezahlbares Wohnen leisten. Und das Geld da ist, haben wir Ihnen immer wieder erzählt. Ganz ohne neue Netto-Neuverschuldung. Machen Sie sich endlich ehrlich, wir werden es Ihnen immer wieder vorrechnen.